Dann gibt es halt so verschiedene Leute, die einfach zueinander masturbieren und am Ende hast du so eine ganz lange Kette aus Fleisch. Weißt du, die Kunst steht über allem, Dino. Da muss man auch mal auf das Brot verzichten. Das ist so die letzten 10 Jahre meine Devise. Ja, das sehe ich anders, aber ist eine okaye Ansicht. Oh. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, Brennpunkt Internet mit Tinko Und Räube Nostra Bimbonana. Keine Boreosius. Ahnung. Ich vergesse deinen Nachnamen immer. Wir sind wieder topfit, habe ich gehört. Es ist früh Ja. am Morgen am Samstag. Das stimmt. Ost, nee, nicht Nikar Samstag oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Grand Theft Car. Ach so, ja. Samstag, Freitag. Es kann jeder Tag sein heute. Ich bin to total müde. Ich habe nicht gut geschlafen. Die alten Brennpunktzeiten kommen zurück. Ich bin überhaupt nicht fit. Aber ich bin optimistisch und freue mich auf diese tolle Ausgabe. Die wird super werden. Wird sie das, Tino? Also ich muss ja kurz mit beschwerenden Fingers hier rumwedeln, ja? Ja. Und sagen, was ist denn da los? Also, wenn die YouTuber jetzt anfangen, hier die Space Frogs zum Beispiel, ja, kann ich direkt einsteigen. Die haben jetzt auch so ein Zerstörungsvideo gemacht. Oh. Wenn jetzt die YouTuber anfangen und kein Pissi-Kaka-Muschi-Muschi mehr machen, ja, sondern anfangen irgendwie hier seriös gegen Politiker, ja, Zerstörung der CDU, Kapitulations-Special, Korruptions-Special, ja. Wenn die jetzt anfangen, nur irgendwie hier so seriösen Scheiß zu machen, wo kommen wir denn da hin? Was soll denn der Brennpunkt dann machen? Nicht mal Herr Newstime berichtet noch über irgendwie, Alblali hat wieder irgendein. Also ich kann berichten, Alter, pass auf. Alblali ist ein Streamer, ja. Mitunter. Weil bei Twitch ist die Kohle zu hohle. Alblali hat, als ich einmal aus Versehen reingeschaltet habe, wurde mir empfohlen am Rand, auf seinen eigenen Reaction-Content reagiert. Ach, er reagiert auf eine Reaktion von sich selbst Ja, quasi. super geil. Das kann ja eine ewig lange Kette sein. Ich Das ist eine finde das ewige Kette. witzig. Das ist wirklich, also das war die Spitze des Contents. Also wirklich, da geht nichts drüber. Ich habe mal so ein Video gemacht, das hieß, ich reagiere auf nichts. Wo ich so eine Minute lang irgendwie nur still da sitze und auf meinem Bildschirm starre. Und das kam auch gut an beim Ja, Publikum. sehr gut, doch. Hauptsache Reaction Das draufschreiben. könnte man vielleicht auch noch weiterdenken, wenn man zum Beispiel sagt, eine Frau oder eine Frau innen hat die Mit Finger in Fronthole. der Frau innen. Alter, mit dem Fronthole. Oh, gut, dass du mich erinnerst, Tino. Lass mich diesen Gedanken kurz zu Ende bringen, dann kommen wir zu deinem scheiß Eben nicht scheiß Fronthole, das ist ja Ja. das Backhole. Ja, es stimmt. Oh Gott. Also, wenn eine Frau masturbiert und dann filmt, wie sie auf diesen Content masturbiert und dann filmt, wie sie auf diesen Content masturbiert, das kann man immer so weitertreiben. Ich glaube, das Ja. ist die pornografische Zukunft. Aber gibt's das? Ich masturbiere Zu mir selbst? Masturbation-Videos. Klar. Ist eine gute Idee, falls es noch nicht gibt. Ja. Vielleicht kann man auch so wie bei TikTok irgendwie so, wie heißt das, Stitches oder so, dass man so aufeinander reagiert. Und dann, da wurden diese Sea Shanties vor so ein paar Wochen so gemacht, weißt du, das Ja. sind so eine mehrspurige, so, lalalala, so ganz viele Männer, die dann so singen. Ja. MännerInnen. Halt's Maul, Alter, ich will es nicht mal ironisch jetzt machen. Und ja, und dann gibt es halt so verschiedene Leute, die einfach zueinander masturbieren. Und am Ende hast du so eine ganz lange Kette aus Fleisch. Ja, das hört sich geil an. Mir kam die Idee gestern von einem Bauchredner, der mit seinem Penis quasi kommuniziert, ob es das schon gibt. Und das Hieß ist dann Sascha noch ein, Krammel. ist das Hallo! dann noch ein Bauchredner, wenn der mit seinem Penis kommuniziert? Das ist die Frage. Es geht ja um die Technik, weißt du, Bauchredner, da redet Der ja am zuckt dann Bauch. so oder Nee, nee, macht er nee, die Harnröhre auf und zu? nee, nee, das ist ja. Ach so, das ist eine gute Frage. Das wäre Man befremdlich. kann ja so ein bisschen auch den vielleicht ein bisschen bewegen. Das ist ja auch ein Muskel, der Penis. Man kann ihn ja auch so ein bisschen bewegen, minimal. Vielleicht reicht das ja schon aus als so. Man kann auch so Kulleraugen dran machen vielleicht Ja, und ja. so ein Bart vielleicht. Ein Bart, Und einen dann Hut kann man den reden aufsetzen. lassen. Hallo, ich bin der Harpe oder so. Und ja, immer dieses Hin und Her, jeden Abend. Das Alter, wäre doch wir lustig. sind hier 5 Minuten innen und wir haben schon 5 neue Geschäftsmodelle hier Ja. gepitcht, ey. Bezahlen die Leute uns eigentlich, die Zuhörer? Zu selten. Also,
Da kommt noch ein Brennpunkt eurer Wunsch. Wir kriegen es hin. Nee, da, also jetzt, also Tinos Umzug ist fast komplett. Das ist überhaupt Ja, so. ja. Du kannst, also was machst du denn? Dein Umzug, das ist bei dir irgendwie wie, da trägt jemand die Fackel nach Olympia so irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Ungefähr Prozess so. statt so ein Tag. Ja, ist echt so, weil die Küche war noch nicht fertig und dann war die Arbeitsplatte zu klein und dann hat der Ofen nicht reingepasst und dann ist der Küchenschrank oben, das Regal runtergefallen, weil die Vormieter gepfuscht haben und es da runtergefallen und so. Wir mussten noch die Lichter anbringen und Vorhänge und so und es wurde ewig nicht geliefert. Habt ihr die Katze im Sack gekauft? Ja, eine Wohnung Nee, ohne alles. die Wohnung war ja an sich leer, bis auf Bad und Küche, aber die Küche war verfuscht, weswegen wir viel austauschen mussten. Das war so ein Problem. Bad war super, Badewanne, alles geht. Aber die Küche war halt irgendwie, sah geil aus, aber funktioniert nicht. Da mussten wir einiges austauschen. Wie Frauen. Wie Frauen quasi, ja. Muss man sagen. Aber es sind ja nicht alles Frauen. Manche Personen sind ja auch nur Personen mit Fronthole. Genau. Ach, und WLAN, ganz wichtig, wir haben noch kein WLAN zu Hause. Deswegen, Oh ja, genau, stimmt. wir hätten nicht Deswegen ist Herr Discorden Rhodes können. heute sehr, sehr traurig und sauer auf Es dich. tut mir leid, es tut mir leid ein bisschen. Aber ich habe ja erst am 6. April wieder Internet in der Wohnung. Voraussichtlich, es hieß erst 1. April, kommt der Techniker. Ja, das war so ein TechnikerIn. So ein Witz war das, so ein witziger 1. April-Prank. Wahrscheinlich. Und dann hieß es, irgendwie geht doch nicht, 6. April, neuer Termin. Und das ist ja jetzt der Dienstag, glaube ich. Und dann haben wir hoffentlich wieder Anschluss und können. Wir leben gerade vom, weiß ich nicht, von der Faust im Anus, weil wir müssen echt auch zu meinen Eltern fahren, Sachen runterladen, dann wieder das dann zu Hause gucken irgendwie mit Netflix und so. Echt nervig. Und schon 3 Wochen kein Topmodel mehr geguckt oder 2 Wochen nicht mehr Ach du geguckt. Scheiße, Das geht Tino. echt nicht. Jetzt kannst du dich gerne ranten und beschweren Nee, über Löcher. es ist okay, Tino. Es ist Noch absolut und okay. Du Löcher bist und ja auch Löcher. hier, musst ja hier ein bisschen hektisch. Du musst ja gleich im Anschluss, musst ja schon wieder irgendwo hinjetten. 13 Uhr Ja, ich habe noch irgendwas. einen Termin, ja. Ja, es ist schlimm mit dir. Es ist wirklich schlimm. Nee, am Fronthole, pass auf. Also, ein Vorderloch, ja, das ist Ja. ja sehr schön. Ich frage mich nur, also du hast es ja schon so erzählt, wie das soll etabliert werden. Also nicht unbedingt, aber also klar, dass Wer es das, möchte. wer es möchte, natürlich von sich aus sagt man das. Ja. Aber wo kommen wir denn dahin? Nein, also dieses they oder so, okay, das ist eigentlich nicht so neu. Was ist so ein anderes Beispiel? Es gibt doch oh, diese ganzen, ich kenne mich da nicht so aus, Mann, diese ganzen Genderfluid, da gibt es doch so eine Tabelle mit ganz vielen verschiedenen Sachen, so, die ja Ja, relativ bestimmt. neu sind irgendwie. Meinst du Pronomen? Ja, genau, und Sachen, wie man sich selbst bezeichnet, also pansexuell und Polysexuell. polysexuell, diese ganzen neuen Geschichten da. Ist ja völlig fein, ja, aber wenn, also, pass auf. Es ging mir einfach nur, ich habe drüber nachgedacht, und mir ging es darum. Also du kannst, meine Nase hat Ja. jahrelang nicht richtig funktioniert. Wenn ich dann anfange und sage, okay, die funktioniert nicht, warum sollte ich die dann noch Nase nennen? Dann nenne ich die halt Niese, weil ich andauernd niesen muss, ja? Nur als Beispiel. Wenn man das bei Verstehe ich. jedem Körperteil macht, wo kommen wir denn dahin? Nein, das Ich will jetzt auch nicht hier wieder Boomer und ich weigere mich zu gegen spät. Progress und so. Ja, zu spät. Aber also, wenn man das einfach weiterdenkt, natürlich kann die Person für sich das machen, ja. Aber das wird doch einfach fucking confusing, wenn jeder irgendwie dann sein Loch irgendwie anders nennt. Wenn Da, dann einer darum. ankommt, hier, mein Loch heißt Roland. Ja, okay. Es geht nicht um die Nase, es geht ja um Körperteile, die halt das Geschlecht spezifizieren, die dann Menschen, die dann als Frau gelesen werden, Ich die gar habe ihr keine aber Frauen gutes sind. Beispiel gebracht, ja. Meine Nase hat nicht funktioniert. Nein, es geht Da auch. habe ich mich gedisst gefühlt von diesem Zinken. Aber alle Menschen haben doch eine Nase prinzipiell, außer Voldemort und Michael Jackson. Aber sonst haben ja alle Menschen eine Nase. Und es ist ja egal, ob du Mann oder Frau oder divers bist. Aber es geht ja um die Geschlechtsteile. Und wenn du halt als Frau geboren worden bist, ja, mit einer Vagina, du aber dich als Mann siehst, aber diese Vagina behalten möchtest, aber sie nicht als Vagina lesen möchtest, weil es ja weiblich klingt. Lesen Also es möchtest. heißt, wie du gelesen wirst, es ist ein Problem für Transmenschen, dass sie, obwohl sie männlich sind,
als weiblich gelesen werden. Das ist so ein Begriff. Jedenfalls. Aber das passiert nicht nur Transmenschen, das passiert vielen Leuten mal. Aber vor allem Transmenschen trifft es also halt. Bei mich trifft es nicht. Ich bin auch mal im Winter, als ich so eine enge Hose anhatte, Stiefel und so Kapuze auf, wurde ich mal von zwei Typen angepfiffen hinter mir, so, ey Süße, dreh dich mal rum. Ich drehe mich rum mit Vollbart, weißt du, und ich fange übelst an zu lachen, so, oh sorry, ich dachte, du bist ein Mädchen. Aber mein Kumpel ist schwul, vielleicht ist da ja was für dich, so. Da habe ich gesagt, nee, sorry. Okay. Hat mich nicht gestört, aber Menschen, die schon Probleme damit haben, dass sie im falschen Geschlecht geboren worden sind, die werden ja ständig als falsche Geschlecht gelesen. Mhm. Das kann halt voll belastend sein für die, weil es jeden Tag so ist. Ja, aber das wird ja nichts, also da ändert das ja nichts dran, ob du dich selbst als Vorderloch bezeichnest. Nee, nicht dich selbst, aber das, was du da hast. Ja, aber das ändert ja nichts daran, wie Menschen dich lesen. Na, vielleicht schon. Na, wie denn? Das wissen du, die ja wenn nicht. Wenn du in der Sexualberatung bist. Ich bin ja jetzt hier in der AIDS-Hilfe und so, mache Sexualpädagogik und so weiter. Und wenn ich einen Menschen vor mir habe, den ich nicht eindeutig lesen kann, als Mann, Frau, divers, dann die Person berichtet mir von einem Problem, dann machen wir manchmal vorher erst die Definition aus. So, okay, wir reden jetzt also über Geschlechtskrankheiten, so über Infektionen und das ist dann ein Problem. Was ist denn deine Bezeichnung? So, wie ist dein Pronomen und so? Und du bestimmst hier die Rahmenbedingungen und so weiter. Und ich hatte es einmal bisher zumindest, dass eine Person, die ich als Frau gelesen habe, habe ich als mit einer Vagina betitelt, wegen der PrEP. Das ist diese Pille, die vor HIV schützt, sozusagen. Okay. Da habe ich gesagt, dass halt diese Tablette erst nach einer Woche hilft bei einer Vagina. Da hat die Person gesagt, halt, stopp, für mich ist es keine Vagina, ich bin männlich. Und für mich ist es weiß nicht, das war ein anderer Begriff dann. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann nennen wir es jetzt halt so. Da ist es halt wichtig. Es ist ein Nischending, ich gebe es zu, es ist ein Nischending. Du hast das Vorderloch hier reingedrückt, jetzt kommt es nicht aus meinem Kopf raus. Das Punkt, Front-Hole, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, egal wie du das selber liest, dieses Ding hat ja eine offizielle Definition. Weißt du, also Genderfluid okay, aber Definitionsfluid, da wird es für mich schwierig. Definitionsfluid? Naja, wozu haben wir denn einen Duden? Ja. Da stehen Dinge drin, die haben eine klare Definition, damit man die Welt in irgendeiner Form greifen kann, ja? Aber Begriffe haben sich doch immer schon verändert. Man sagt auch natürlich nicht mehr das N-Wort oder... Das ist richtig, aber trotzdem gibt es noch Vaginä. Ja, aber oder auch Begriffe wie Spast sagt man ja auch nicht mehr zu Leuten, die eine Spastik haben. Oder die irgendwie. Aber theoretisch ist es immer noch die Bezeichnung dafür. Nö, nicht mehr wirklich, in der Wissenschaft nicht mehr. Man sagt ja auch schon Menschen nicht mit Behinderung oder was weiß ich. Das ist richtig, aber man weiß ja, wo die Wurzeln liegen und man weiß, dass es von Spastik kommt. Ja, die Wurzel ist ja okay, aber dann nicht, wie es sich entwickelt. Es hat aber immer noch die Bedeutung, auch wenn sie jetzt negativ konnotiert ist. Genau. Hat es aber immer noch die Bedeutung. Und für die Person ist es auch negativ konjunktiert, wenn du sagst Vagina. Aber es ist eine Vagina. Das sagst du. Das sagst du jetzt. Alter. Wenn die Person sagt, nein, es klingt mir zu weiblich, ich bin ein Mann mit einem Front Hole, dann ist es doch völlig in Ordnung. Ich sehe da kein Problem drin. Man muss nur die Chance haben, als Cis-Männer wie wir zwei, dass wir korrigiert werden dürfen. Nicht, dass sie uns hier gleich eine Flasche an den Kopf schmeißen, weil wir das falsche Wort sagen. Die müssen uns halt die Chance geben, uns zu korrigieren. Das ist wichtig. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß, ich kenne Transmenschen, denen tut das weh, jeden Tag irgendwie als das falsche Geschlecht gelesen zu werden. Aber ich finde, die Welt ist so bunt und so durcheinander und so weiter, dass es auch mal okay ist, sich zu irren. Da kann man sagen, halt stopp, ich weiß so, du hast mich gerade als sie bezeichnet, aber ich bin halt, bitte sag er zu mir, auch wenn ich vielleicht für dich weiblich aussehe. Das muss beibehalten werden. Ja, das ist ja, also das ist... Deswegen auch, so wenn ich in der Sexualberatung bin und ich sage aus Versehen Vagina, dann sagt mir halt die Person halt stopp, nenn's bitte für mich Fronthole oder nenn's für mich, weiß ich nicht wie, dann muss ich das akzeptieren. Sage okay, ich nenn's jetzt Rüdiger. So, dann ist es halt Rüdiger. Ich komme hier wirklich vor wie der Urkonservative, was eigentlich ja nicht so ist, aber bei dem Thema, das ist halt so mein Pet-Peeve so ein bisschen. Aber mir geht's doch nicht anders. Nee, also meine Überlegung ist, und da komme ich halt wirklich vor wie so ein 60-jähriger Republikaner. Aber so in ein paar Jahren, weißt du, Sexualkunde in der Schule, so. Und dann steht die Lehrerin da vorne und sagt, hier, das ist ein Penis, das ist eine Vagina. Und dann schreien 10 Leute auf, das ist mein Fronthole, das ist meine Lulu, das ist meine Mumu, das ist meine Tuk-Tuk. So, weißt du? Also das,
Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Du kriegst so orangen Haut gerade, kann das sein? Ja, ich krieg richtig orange ja, Haut. Das Ding ist, ihr könnt das ja alle nennen, wie ihr wollt, aber das ist doch. Also, das. Die per Definition sind Dinge doch Dinge. Also, ach Mann. Ja, aber wir wollen da versuchen, aus diesen ganzen Konstrukten rauszukommen irgendwie, weißt du? Ihr, bei vielen Dingen. Ihr versucht das mal bitte. Ich finde das sehr schön, wenn Sprache greifbar. Aber wie Eheleute. Eheleute war auch früher selbstverständlich Mann und Frau. Ist ja auch nicht mehr so. Eheleute können ja auch Mann und Mann oder Frau und Frau sein oder Fronthole und Backhole. Ja, aber da ist doch das Wort das gleiche, nur was drin ist, ist was anderes. Geht auch andersrum. Okay. Ich bin ja auch Mensch, ich bin auch eher einfach aufgewachsen, ja, mit einfachen Begriffen, so auf dem Dorf, so in Thüringen hier. Das und, hat mit Dorf nichts zu tun. Nee, aber doch ein bisschen schon. Und seitdem ich so bei diesen AIDS-Hilfen arbeite, so hauptamtlich, mein Geld verdiene mit Sexualberatung und Begleitung, also nicht Begleitung, aber Beratung, seitdem lerne ich auch eine völlig neue Welt kennen und da bin ich eher der Außenseiter und alle gucken mich an, wenn ich dann irgendwie diese alten Begriffe wieder raushole, weißt du? Und weißt du, ich kriege von denen einen auf den Deckel, so, weil ich halt manchmal ein falsches Wort sage, dann treffe ich Menschen, die ich noch von früher kenne, so, die mir dann sagen, spinnst du Fronthole, klingt wie scheiße, so. Nee, das meine ich ja gar nicht. Ich will das auch gar nicht dissen, wenn Leute für sich das halt machen, weißt du? Aber keine Ahnung, wenn die unter Schmerzen zusammenzucken, weil jemand aus Versehen Vagina sagt, ist halt schwierig. Das ist halt schon eher. Oh, Alter, ich klinge halt echt wie der letzte Asi, aber es ist halt schon deren Problem. Es braucht ein Verständnis. Ja, es ist deren Problem. Also ich kann das ja verstehen so. Und wie gesagt, das ist ja völlig fein. Es ist deren Problem, aber auch eine Frau, die vor dir auf der Straße hinfällt, ist auch ihr Problem. Und du hilfst dir ja auch trotzdem auf und sagst, alles in Ordnung, soll ich einen Arzt holen oder irgendwas. Das Problem ist ja egal, wo es herkommt, aber das hat die Person. Und da kann man, finde ich, empathisch drauf reagieren, wenn die andere Person auch empathisch auf dich reagiert und wertschätzen kann, dass du dir zumindest Mühe gibst und nachfragen willst. Ich hatte auch, wo war das denn? Auf Instagram, glaube ich, ist mir eine Person gefolgt, die in der Profilbeschreibung hatte, irgendwie so eine Art, auf Englisch, weiß ich nicht mehr genau, ich hasse weiße Cis-Menschen, die Dreadlocks tragen, ja, so die Rasterlocken tragen. Ich habe nur nachgefragt, warum, was denn dagegen spricht, wenn weiße Menschen Dreadlocks tragen. Da hat sie mich gleich als weißer Cis-Boy beschimpft und ich soll ja mich vergraben so gehen. Dumm, hat mich dann blockiert. Das ist so dumm. Und das ist halt verkehrt. Es kann ja sein, dass sie recht hat, ja, dass es vielleicht doch kulturelle Aneignung ist. Nur jetzt, ich sehe es auch nicht so, aber es kann ja sein, dass ich mich irre. Da kann sie mir dann eine Chance geben, mich zu bilden und mich auf ihre Seite zu ziehen. Aber was macht sie? Beleidigt mich und blockiert mich. Ist doch bescheuert. So. Ja, was auch bescheuert ist, was wir hier schon wieder so eine lange Diskussion führen. Aber ich habe persönlich nicht so viele Themen heute, muss ich sagen. Du hast schon viele, okay. Aber es müssen noch nicht alle genannt werden. Es ist einfach nur. Wie gesagt, also YouTube Pipi Kaka ist diese Woche wieder dünn. Also das wird hier von meiner Seite aus, wird das hier Doom and Gloom. Also ich kann hier so ein paar Hiobs-Botschaften als Überbringer, ja, don't hate the messenger, please, kann ich hier droppen. Aber darüber hinaus, ja, Guck mal, ich habe hier sogar noch was von unserem gemeinsamen Honigkuchenpferd Wachsel. Ach ja, genau. Hast du das auch bekommen? Weil ich habe das ganz vergessen durchzulesen. Es tut mir leid. Er hat mir, liebe Grüße gehen raus, er hat mir geschickt, dass es wohl jetzt Sneaker gibt mit Menschenblut. Ja, das ist nicht das, was ich hier meine, aber das war auch schon wieder so ein richtiger Schwachsinn. Das ist halt wieder dieses, die Republikaner können irgendwie nicht, weißt du, politisch haben die nichts zu melden, so. Weil die gegen den kleinen Mann, die kleine Frau immer sind eigentlich. Das kleine Fronthole. Und deswegen muss halt über diesen hässlichen Culture War geregelt werden, dass wir ja eigentlich voll cool sind, wir Republikaner. Und so ein Rapper hat einfach einen Schuh designt, wo irgendwie so ein ganz bisschen irgendwie ein Tropfen Blut drin ist als irgendwie Feature. Es gibt 666 Exemplare nur. Irgendwie so und oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Das ist cool, finde ich. Und was ist denn nicht irgendwie Amerika auch so Separation of Church and State? Irgendwie ist das nicht so entstanden und jetzt kommt andauernd diese hässliche Christendebatte in die Politik rein. Fickt euch. Das ist ein christliches Land und nicht satanistisch. Die sind da schon sehr. Ja, das mag ja sein, aber auf einer politischen Ebene hat das überhaupt nichts zu melden. Eigentlich nicht, nein.
Es gab mal so eine Band, ich glaube, das war ein Vampire Weekend oder so. Die hatten auch auf irgendeinem Album, hatten die auch so als Feature so einen Tropfen Blut irgendwie mit dabei mitgeschickt. Und da gab es auch Riesenbeschwerden, so. Aber ich finde das eigentlich ganz witzig, weil das zeigt ja, dass du dein Herzblut in das Produkt reinsteckst, ja. Und es ist irgendwie cool. Also ich würde auch so einen Sneaker tragen mit Blut. Ja. Menschenblut. Also, der Alex, hier, imagine, das Kind wäre Evil Genius und hätte Atomkrieg begonnen. Also, das ist völlig an mir vorbeigegangen, aber scheinbar ist da irgendwie fast was passiert. Hier ist auch gute Memes übrigens. Kommen wir gleich zu. Bla 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 bla. Ja, also da sind Dinge passiert. Da ist irgendwie ein Tweet passiert. Oh fuck, Alter. Ich hab's mir halt direkt weitergeleitet in meine Gruppe hier, in meine Brennpunktgruppe und habe jetzt vergessen, das nochmal durchzulesen. Ich cleverer Typ. Trotzdem danke, Alex. Also da ist was passiert. Es sind irgendwie fast alle gestorben. Shit, Alter. Wer auch fast gestorben ist, ist dieses hässliche Boot. Aber das ist jetzt wieder befreit. Und mir wurde erzählt, dass wohl dieses Moment Evergreen, Japanizing Beam. Ah, lol. Ja, Aber es ja. gab sexuelle Fanfiction von diesem scheiß Boot, Alter. Fuck. Ja, es gibt bestimmt noch so Objektophile, die dieses Boot heiraten wollen. Aber ich habe noch erfahren, dass dieser Bootsfahrer wohl vorher noch einen Penis ins Meer gemalt haben soll mit den Koordinaten. Habe ich auch gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich das gleiche Boot ist. Mir wurde gesagt schon. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, mit so einem 400 Meter langen Ding, dass du da. Gerade, nee, dass du da gerade. extra diesen Schlenker fährst. Das ist doch unangenehm, oder? Aber. Also, wenn das der Penis war, den ich gesehen habe von Draufsicht, das ist es der hässlichste Penis, den je ein Mensch gemalt hat. Also, das war wirklich kaum zu erkennen. Es war vielleicht eine Frontstange oder so. Tail. Ja, nicht, ich fand es zwar eine lustige Meldung so mit dem Schiff. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Konsequenzen gibt für den Fahrer oder so. Und es gab wohl noch etwas, was viral ging, dass angeblich Karl Marx das so ein bisschen predicted haben soll. Dass sollte mal der Suezkanal blockiert werden, sind wir irgendwie alle am Arsch. Und es ist jetzt halt irgendwie passiert. Aber sind wir gerade am Arsch? Ich spüre es Eigentlich nicht. nicht. Es hieß erst so, ja, Klopapiermangel und so, aber bis jetzt gibt es gar keine Mängel. Ich bin auch zu wenig in dem Thema drin, weil mich das Schiff nicht interessiert hat. Ich bin kein Bootsfan, muss man Ja, auch mal so sagen. an sich war es schon ein krasses Happening. Wäre das jetzt nicht rausgekommen? Oder, Alter, habe ich mir auch überlegt, ne? Stell dir vor, imagine this. Du bist dieser Bootsmann. Bist befreit und denkst dir so, YOLO, stellst du gleich wieder quer den Kahn. Ja, Wie geil wäre das es gab denn? es am 1. April, gab es so ein paar Meldungen von der Tagesschau, dass es wieder stecken geblieben wäre, jetzt in Berlin im Regierungsviertel, was viele Menschen ernst genommen haben. Oder auch, dass Söder jetzt Veganer ist und ganz tolle 1. April-Scherze. Ich muss sagen, ich bin kein April-Scherz-Fan. Das ist wirklich, also 1. April, da zeigt sich, wer alles denkt, das ist super witzig und Ja. einfach nur räudige Scheiße. Also ganz Da ehrlich, scherzen auch die Amateure. dann macht lieber irgendwie zieh mal an meinem Finger und furz mich an, als irgendwie so ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Ja. Wer auch ganz schwach gewesen, nee, wer gar nicht schwach gewesen ist, war Ja. Danger Dan von der Antilopen Gang. Ach so. Der hat einen super nicen Song rausgebracht. Oh fuck, der wurde mir sogar schon geschickt und ich habe vergessen, da reinzuhören. Da Mir soll auch irgendwie voll von, gut also ich sein. übertreibe nicht, wenn ich sage, von 10 Leuten ist mir das geschickt worden, mit dem Kommentar, das erinnert mich irgendwie an dich. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt der Song. Und da geht es so ein bisschen so in dem Konjunktiv und die Grenzen der Meinungsfreiheit und dass seine Band Antilopen Gang mal von Ken Jebsen verklagt worden ist und so, dass er aber gewonnen hat, dass die Band gewonnen hat und dann musste der Ken Jebsen irgendwie Gerichtskosten zahlen. Und obwohl er selber für Meinungsfreiheit wäre, der Ken Jebsen verklagt ja mal andere wegen Meinungsfreiheit. Und das ist so der Song offenbar des Jahres jetzt schon für viele, weil er einfach sehr klug ist, sehr gut gereimt, sehr viel Arbeit drin gesteckt hat. Musikalisch sehr einfach, so nur mit Klavier irgendwie am meisten und Gesang. Aber trifft es irgendwie voll auf den Punkt, wie weit man gehen kann und provozieren kann mit Sprache alleine und Meinungsfreiheit. Also große Empfehlung, Danger Dan, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Werde ich mir auch mal anschauen. Und noch eine Empfehlung von mir, eine persönliche. Klaus Wein hat einen, der Newcomer am Musikhimmel. Ja. Hat einen Song rausgebracht, Killer on the Dance Floor, kann man sich gönnen.
Richtig geile Kamerafahrt, muss ich sagen. Also, wer Oh, da diese Kamera geführt Kameraführung, da hat. habe ich gleich gesehen, da war ein Profi am Aber Werk. hallo, aber hallo, ja. Uiuiui. Und das Model dazu im Video, unfassbar heiß. Ja. Alles super in dem Song. Killer on the Dance Floor von Klaus Wein wurde aus Versehen auf dem Gay Butters Kanal hochgeladen. Ich weiß gar nicht warum. Da ist irgendwie ein Missgeschick passiert, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja. Jedenfalls große Gönnung. Das ist dieser große NFT-Künstler jetzt. Ja, 80er-Jahre-Vibe. Ich sehe da übrigens nicht so die Zukunft. Das höre ich von vielen. Hat auch Imp zu mir letztens gesagt, dass er es spannend findet, so, aber er nicht glaubt, dass es so groß wird wie Bitcoin oder wie anderes. Nee, also auch anders, weil ich habe ja euch versprochen, heute ist Doom and Gloom angesagt, denn das Internet wird nicht ewig währen. Ich bin überzeugt mittlerweile. Aha. Also ich bin natürlich, also auf der einen Seite gehe ich voll mit, dass der Optimist, der nicht recht hat, ein besseres Leben hat als der Pessimist, der sich bestätigt sieht. So. Ja. Da gehe ich erstmal mit. Auf der anderen Seite, bei so großem Happening, gehe ich dann doch eher so Richtung Hope for the best, plan for the worst mäßig. Und aktuell, es gab so zwei Meldungen diese Woche. Also es wird halt nie den Punkt geben, wo jemand im Fernsehen sagt, so übrigens, das ist jetzt hier das Event of No Return, wir sind alle gefickt. So, Ja. das wird halt nicht passieren. Es ist ein Prozess, der meiner Meinung nach wahrscheinlich so seit den 70ern läuft, weil wir haben in den letzten 40 Jahren ja irgendwie, was weiß ich, wie viele Prozent an Arten verloren. Das ist das größte Mass Extinction Event, was es je gab. Aussterben hier, Aussterben da. Jetzt ist es so weit gekommen, dass das Great Barrier Reef irgendwie zu 99% verloren ist. Oh. Also das existiert quasi noch, aber die Teile, die existieren, sind auch eigentlich verloren. Und der brasilianische Regenwald ist jetzt an dem Punkt, dass er mehr CO2 ausstößt, als dass er aufnimmt. Oh. So, also mehr oder weniger haben wir zwei große Bastionen verloren. Also das kann man vergleichen, Game of Thrones, die Mauer ist gefallen, so ungefähr. Die White Walker kommen rein. DDR vielleicht auch. DDR-Mauer, ja, genau. Da war es auch ganz schlimm, als die Drecks-Ossis hier nach dem Westen Andersrum, gegangen die sind. Wessis sind in den Osten Die, gekommen. hier kommt doch kein Wessi hin. Hast du hier schon mal Doch einen schon. Wessi gesehen? Leider schon. Die trauen sich hier hin. Als die Mauer gefallen ist, haben die ganzen Wessis hier im Osten die ganzen Firmen und Immobilien aufgekauft und weil die schon billig waren, und haben die überteuert. Doch, doch, Asozial. doch. Und deswegen ist mein Plus pleite gegangen. Ist so. Und Asozialer schlecker. Haufen. Ja, genau. Und die DDR war eine ähnlich große Katastrophe wie der Klimawandel, die Klimakrise, wie wir sie framen sollten. Ich sage das alles aber unter dem Aspekt dieses. Ja, wir werden eh alle sterben, Ding ist natürlich auch nicht zielführend. Ich sage nur, es ist jetzt, der Kahn ist im Dreck, wir müssen jetzt einfach möglichst, eigentlich so radikal wie möglich, alles dafür tun, um die Sache so glimpflich wie möglich hinzubekommen. So, und Das sagt mich. ja auch Greta Thunberg. Man muss eigentlich sofort aufhören mit irgendwelchen CO2-Ausstößen und so, aber es Ja. funktioniert nicht. Das Na, macht das Ding keiner. ist, und das ist natürlich auf irgendeine Art auch verständlich, also diese ganzen Dritte Weltländer, man erkennt übrigens, habe ich sehr schön gesehen, es gibt so einen Cheeseburger-Index oder so, da sieht man, was ein, oder nee, ein Big Mac war es nicht, ich kenne mich nicht aus mit Fast Food, was der Big Mac in jedem Land wert ist, und daran erkennst du, was ein Dritte Weltland ist. Also wer da nicht Ah. $4 mindestens hat, der ist Dritte Weltland, ja. Okay. So, und diese dritte Weltländer sagen, verpisst euch, wenn meine Leute den Wohlstand haben, den ihr gerade habt, dann können wir über CO2-Reduzierung sprechen. Und das ist ein großes Problem, deswegen müsste eigentlich ganz radikal jedes erste Weltland jetzt komplett irgendwie zurückziehen, damit die anderen irgendwie eine Strahlwirkung oder so. Ich sag nur, worauf ich eigentlich hinaus will, ja schön, dann kauft ihr halt dein digitales Artwork. Oder Bild, Video oder was auch immer. Aber Internet und so ist halt nicht für die Ewigkeit. Ich sag's, wie es ist. Nichts ist für die Ewigkeit. Auch die Mona Lisa wird nicht ewig existieren. Es wird einen Moment Aber geben, da die wird ist die halt wirklich verbrennen. physisch da. Also gut, klar, vielleicht kannst du dir auch deine fucking Blockchain auf dem USB-Stick ziehen oder sowas. Glaube ich eher nicht. Kenne ich mich nicht ganz so aus, aber weißt ja, was ich meine. So. Und also diese Ein ganze bisschen. digitale Welt ist sehr viel fragiler noch als eine fucking Mona Lisa. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also eigentlich geht es nur darum, dass man halt jetzt, das hatten wir auch berichtet, dass man halt auch digitale Dinge besitzen kann. Genau.
Und da war ja vor 2, 3 Wochen dieser Fall, dass irgendwie so ein Kunstwerk da für 66 Millionen Dollar gekauft wurde. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, also ich bin auch kein Fan von, bei mir ist es völlig Rille, ob ich jetzt ein JPEG habe, was geklaut ist, oder ob ich es jetzt in echt habe und nur mir es gehört. Ja. Das ist mir egal, aber auch die Mona Lisa würde ich nicht kaufen wollen. Also ich weiß nicht, würde ich mir auch lieber ausdrucken und in die Wand hängen, wenn sie mir gefallen würde. Ja, also Tino, was machen wir? Wir bräuchten irgendwie, wir sollten in ein, weiß ich nicht, Wasserreservoir. Wir sollten auf jeden Fall Grönland oder Kanada so kaufen, weil Kanada hat sehr großes Wasser, Wasserreserven. Die haben diese, wie ein Michigan Lake und was da alles ist oder so. Da sind ja diese 4 großen Seen. Da sollten wir auf jeden Fall rein investieren. Mhm. Wir sollten Wasseraufbereiter auf jeden Fall am Start haben. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob das zum Beispiel mit Salzwasser funktioniert. Gibt es denn eine Liste, wie viel Geld Länder wert sind? Wenn du jetzt sagst, wir müssen in Kanada investieren oder Kanada kaufen oder Grönland kaufen, gibt es da so eine Tabelle? Weiß ich nicht, aber ich denke, wenn wir alle zusammenlegen mit unseren Zuhörern, dann wird das schon was. Ja. Ja. Wenn alle unsere Zuhörer 20 Euro spenden würden, ja, dann wären dann können wir aber viele Brennpunkt-Hörerwünsche ja machen. Ja. Geil, mach mal. Ja, also Tino, ich sag's, wie es ist. Das ist, glaube ich, echt so der Punkt diese Woche. Das ist am ehesten der Punkt, wo man sagen könnte, Point of No Return. Es kann natürlich immer noch ich bin ja, wie gesagt, eigentlich bin ich ja Optimist, so. Es kann immer noch irgendwie eine krasse Evolution, Revolution, neue technische Scheiße passieren, dass man einfach so ein paar Korallen wieder reinpflanzt bei Australien, boop, 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 oder dass man wieder 1 Milliarde Bäume in den Regenwald setzt und das dann irgendwie umdreht. Aber also mit Bolsonaro in Brasilien ist halt nicht zu quatschen. Aber auch der lebt ja nicht ewig. Der lebt nicht ewig, dann kommt der nächste Spacko nach. Das ist ja auch so ein Ding, dass gerade parallel auf der ganzen Welt eher so faschistische, totalitäre Regime aufmarschieren. Es ist schwierig, Tino, es ist schwierig. Es ist schwierig. Zum Glück sind wir hier und können euch trotzdem, weil wie soll man das anders verarbeiten als mit dummen Pullerwitzen? Richtig. Denn Polarine, Kot und Saft. Das war die perfekte Überleitung zu dem Film, den ich gestern gesehen habe. Bad Trip. Kennst du Eric Andre? Vom Namen gerade nicht, nein. Passt ja auch, was ich dir jetzt für eine Filmempfehlung andrehe. Bad Trip ist auf jeden Fall ein solider Prankfilm. Ist das der, den Dion letztens mit dir schauen wollte? Genau, den haben wir gestern geschaut. Mhm. Und was mich überrascht hat, ist, dass wirklich fast jede Szene vor unwissendem Publikum gedreht wurde. Hm. Und das hat ja nicht mal Borat geschafft. So, Borat ist ja eigentlich so, würde ich sagen, die Mockumentary fast schon. Ja, aber Borat ist schon eher so die Königsdisziplin in Richtung diese Filme. Hm. Bad Grandpa oder so hat es auch versucht, aber das fand ich nicht so gut. Und da war es echt nicht diese Frequenz an Prank-Szenen. Und hier ist es wirklich fast jede Szene. Der Film ist, glaube ich, 2019 gedreht worden und wurde irgendwie aus Versehen geleakt oder angeboten auf Amazon. Dann hat es Netflix gekauft und jetzt ist es released worden. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist halt sehr viel Schwanz und Scheiße drin, was ich eigentlich immer ein bisschen dumm finde. Aber dann, also jetzt kleiner Spoiler, es gab zum Beispiel eine Szene, wo er von einem fucking Gorilla vergewaltigt wird. Oh. Und das ist halt immer so ein bisschen too much für mich. Das ist halt zu profan irgendwie. Ich bin einfach so ein kultivierter Künstler, weißt du? Ja, wenn ich irgendwie, okay, ja, jetzt wird er in den Arsch gefickt, haha, das habe ich halt 2012 gemacht, in meinen Anfängen, ja. Okay. Aber dann, dadurch, dass er dann nochmal reingegangen ist und nochmal vergewaltigt wurde, auf eine andere Art und Weise, das war schon wieder, da sage ich, okay, so kann man es machen. Mhm. Wenn es halt wirklich, wenn du dir denkst, okay, dumm, und jetzt noch einer drauf, dann ist wieder okay. Ja, aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man, so wie ich, einer von 50 Leuten ist, die an einem Netflix-Account hängen, solange das noch geht. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesen Mischmasch-Filmen, wo so Szenen gestellt sind und welche nicht gestellt sind. Da sind halt fast keine gestellt, also. Aber fast, wie gesagt. Naja, es gibt halt ein paar Szenen, wo die kurz im Auto halt reden, einfach um eine kohärente Story drumherum zu wickeln. Aber es ist wirklich, also es hat mich überrascht, dass eigentlich fast der ganze Film
vor Publikum passiert ist. Aber Borat war ja auch viel gestellt und Ja. Bruno und so. Und ich dachte, ach, das ist doch scheiße. Da weißt du, wenn du gar nicht was echt ist und wo du dich wundern sollst, wo du dich nicht wundern sollst. Oder auch bei Er ist wieder da. Da haben sie auch zwischendurch so Prank-Szenen reingebaut, welche die echt waren, welche die gestellt waren. So. Also es gab quasi Filmszenen, die aus dem Buch sind. Dann gab es gestellte Pranks und nicht gestellte Pranks. Und das ist doch scheiße, wenn du nicht weißt, was was ist. Ja, Das denkst du, oh das krass, habe ich ist er mir sich sowas traut bei und ein paar dann. Szenen habe ich da auch überlegt so. Bei einer ist es richtig hart, weil also da passieren halt Dinge, wo du dir denkst, das kannst du jetzt nicht machen, wenn da Leute stehen, die nicht wissen, dass da möglicherweise Gefahr passiert gerade, ja. Und außerdem, es gab halt einen Unfall und dann sind die aber in dem Auto und als dieses Auto kaputt gemacht wurde, waren die niemals in diesem Auto und da muss halt irgendwie getrickst worden sein. Aber also dem Typen traue ich schon auch zu, dass er das halt so macht, dass es irgendwie cool ist, dass man nicht das komplett faked irgendwie, dass man schon den Unfall halt hat und dass die dann, weiß ich nicht, heimlich hinterher ins Auto einsteigen oder sowas, aber kann ich nicht genau sagen. Auch bei Joko und Klaas gab es dann ja auch so Szenen, also so einen Vorfall, wo sie dann gezeigt haben, dass alles doch irgendwie gestellt war, sehr vieles, was sie gemacht haben, ihre ganzen Pranks und so. Dumm. Und das finde ich halt Ja, also da ätzend. finde ich es noch beschissener, weil, ich weiß es nicht. Weißt du, da ist es halt Kunst, das ist ein Film, der irgendwie, wie gesagt, auch eine Story haben soll. Wenn man da so ein bisschen trickst, finde ich okay, aber wenn man so, ja, wir machen jetzt hier richtig schönen Samstagabend Fernsehspektakel, wir machen jetzt mal eine richtige Show, aber im Grunde werdet ihr alle nur verarscht, finde ich Ja. nicht geil, weil das ist halt irgendwie, das ist weniger Kunst, sag ich mal, Ja. als ein schlüssiger Film. Egal. Und apropos Joko und Klaas, es gab jetzt wieder ein Riesending von den beiden. Sie haben wohl wieder so eine Sendezeit gewonnen, wo sie schon öfter Sachen gemacht haben, wie Haben die auf. die jemals nicht gewonnen? Das ist doch auch Bullshit, Ich weiß es bestimmt. nicht genau, aber sie haben schon mal 15 Minuten bekommen, haben über Flucht gesprochen und so weiter und über Moria. Und haben jetzt wohl 7 Stunden eine siebenstündige Doku rausgebracht über Pflegekräfte und ihren Alltag auf ProSieben unter dem Hashtag nicht selbstverständlich. Das ist wohl gerade so ein Riesending. Ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade offline bin zu Hause und mir das Datenvolumen jetzt Sieben nicht wert war. Stunden Datenvolumen ist doch super. Ja, Guckst du auf ja. 100, 140p? Auf dem Toaster am besten gleich. Ja. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ich habe mir vorgenommen, es mal laufen zu lassen, um mal reinzugucken, was da so abging. Jedenfalls, das ist noch eine Empfehlung, die ich selber nicht gesehen habe, aber eine coole Sache, finde ich. Ja. Ja, Pflege ist wichtig und richtig und ich werde auch gern gepflegt. Ja, das freut mich. Ja. Wer auch gerne gepflegt wird, sind Leute, die geimpft werden. Keine Ahnung, fick dich. Ja, Ich ja. wollte einfach nur auf einen kleinen Hashtag aufmerksam machen, bei dem ich mich mal beteiligt habe. Kinder müssen noch etwas warten. Hashtag Impfen und Sex. Das war mal ein Hashtag, bei dem ich bin ja fast nicht auf Twitter unterwegs, ja. Ich auch nicht. Und da habe ich mal mitgemacht. Und dann dachte ich gleich, das ist super wack. Eigentlich wollte ich. Fände es gut, auch in Kinder zu spritzen, zu diesem Hashtag zu machen. Ah, Also ja. Ah, der ja. Witz ist quasi, aha, was ist bei Impfen und was ist bei Sex? Und dann gibt es ganz viele lustige Leute, die dir haha auf Twitter irgendwie so Scheiße schreiben. Und ich dachte mir jetzt, so also einen richtigen, weißt du, jetzt so richtig einen draufsetzen. Fände es gut, auch in Kinder zu spritzen. Ja. Aber das dachte ich mir, dann ist es vielleicht doch zu hart für Twitter. So, und dann habe ich halt gemacht, Kinder müssen noch etwas warten. Voll die lame Sehr Variante. harmlos, Ja. ja, sehr harmlos. Aber zum Glück habe ich hier diesen Brennpunkt, meine Spielwiese, wo man auch mal Kinder impfen kann. Aber was heißt denn Impfen und Sex? Was soll denn das aussagen, dass du Na, erst impfen gehst nee, und dann nee, nee, machst du Sex? das ist einfach, das gibt's immer mal wieder. So Essen und Sex, Impfen und Sex, einfach ein Satz, den man bei beidem sagen kann. Ach so, Das ist das. der Ach Gag. so. Ach Ja. so. So, und ein Satz bei fände ich es gut, auch in Kinder zu Jetzt verstehe ich es spritzen. Bei auch. Impfen Okay. ist cool, so, aber dann, oh Moment, so, aber ja, ich wollte es nochmal reinnehmen, ist okay. Ich hatte eine Werbekampagnenidee für Influencer. Wenn sie alle impfen lassen dürfen, dass auch die Menschen, die auf YouTubes unterwegs sind und Instagram und so und Twitch, dass die, wenn die impfen gehen, machen die ein Foto von sich, machen dann so hier, geimpft, machen dann dieses komische Überkreuz mit Zeigefinger und Mittelfinger, weil das war doch früher in der Grundschule immer so ein Spiel, weißt du? Irgendwie Stimmt, so, ja. was war das für eine Krankheit? Krätze geimpft. Gegen Krätze, ja, So, stimmt. und das als Werbemaßnahme, dass man sagt, Leute, Impfen ist sinnvoll. Da sieht man dann Rezo und Julien Bam, wie sie sich so antippen, so, geimpft.
Guck in die Kamera und dann Hashtag Corona oder sowas. Das ist aber schon borderline cringy. Findest du? Wenn Riese so... Oder einfach nur so ein Bild, wie man so bei Kreuz macht und schreibt, ja. Damals vor Kretze, jetzt vor Corona. Ich weiß nicht, ob das so noch geläufig ist, aber ja. Du bist doch bei der AIDS-Hilfe. Funktioniert das da auch, wenn man sagt, hier, bevor man hier Baerbeck irgendwo reinsticht, hey, wenn man die Finger so über Kreuz macht? Es gibt keine Impfe vor HIV. Es ist halt nur diese Tablette, die halt schützt davor. Ne? Und das Ding ist halt, wenn du jetzt irgendwie ein Blind Date hast mit jemandem, den du nicht kennst, und der Typ sagt, ja, ich nehme die PrEP, keine Angst, wir können ruhig ohne Kondom vögeln. Das ist halt eine Vertrauenssache, weißt du? Ein Kondom siehst du halt, wenn du das hast. Aber ach, wirklich? Ja, meistens schon. Es gibt auch diese Leuchtkondome. Aber wenn jemand das nur sagt, dass er die PrEP nimmt, würde ich aufpassen. Also entweder nimmt man die auch selber, dann bist du auch geschützt, aber nur darauf vertrauen, dass der andere die PrEP nimmt und du halt nicht, finde ich jetzt schwierig. Ist halt ein Risiko. Hm. Kannst du machen, wenn du Lust hast, aber ist halt blöd. So, für wenn du dich nicht anstecken willst. PrEP-Pit. PrEP-Pit. Das ist auch eine schöne Werbekampagne. Ja. Gott, ist das alles. Aber noch zum Thema Impfen. Ja, können wir gerne bleiben. Ich bin ja jetzt geimpft worden, ne, am Montag. Ja, und du bist halb verreckt, habe ich gesehen. Naja, es ging. Also wir haben uns noch gesehen am Montag danach. Da hat der Dior noch Geburtstag. Da haben wir uns mit Abstand und Corona-konform draußen kurz getroffen und haben mal so ein bisschen gechillt und Geschenke überreicht. Und mit harter Arm richtig doll weh, aber es ging. Am Abend war ich ziemlich müde und hatte ein bisschen Kopfschmerzen, aber es ging. Und es war ja auch AstraZeneca. Und am nächsten Tag wache ich auf und war völlig lädiert. Ich hatte mega Migräne, ich hatte Gliederschmerzen, mir haben die Knie irgendwie wehgetan und hab dann gefroren am Abend noch und musste echt im Bett liegen bleiben, war zu nichts mehr in der Lage. Und als ich mal so einen wachen Moment hatte, habe ich halt Facebook aufgemacht und Instagram und sehe halt, dass AstraZeneca wieder gestoppt wird für Leute unter 60. Dass es halt eine Gefahr sein soll. Ich dachte, geil, ich lasse mich impfen, alle drehen wieder durch. Und es bleibt wohl auch dabei, vielleicht. Also erstens hat wohl AstraZeneca jetzt den Namen geändert. Also The Vaccine, formerly known as AstraZeneca. Oh Gott. Heißt jetzt irgendwie anders, keine Ahnung. Wegen schlechtem Ruf oder was? Wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Still und heimlich. Und jetzt sollen wohl die Menschen, die jetzt schon die erste Impfung hatten, wie ich, wohl mit BioNTech geimpft werden im zweiten Schritt. Bevor ich ein bisschen mehr Angst hätte, als vor AstraZeneca nochmal zu bekommen, weißt du? Weil es dann ein ganzer Mischmasch ist, ja. Ich bin kein Virologe, ich kenne mich nicht aus. Kommt mir halt als Laie irgendwie komisch vor. Ja, dann liest sich das mal rein. Also. Ich habe mir jetzt vom Podcast von Christian Horsten erzählen lassen, dass AstraZenecas Ruf nur deswegen so schlecht ist, weil die bei ihren Forschungen wohl andere Maßstäbe hatten als BioNTech und so. Die haben wohl dieselben Leute geimpft so und aber AstraZeneca war halt strenger, was Nebenwirkungen anging und haben halt schon früher gesagt, das ist eine Nebenwirkung und das halt nicht. Und es wirkt schon dann nicht, wenn man nur Halskratzen hat. Und BioNTech muss wohl die Maßstäbe niedriger angesetzt haben für die Wirkungsweise. Deswegen bei AstraZeneca nur 70% steht Wirkung und bei BioNTech 99%. Aber eigentlich wirken die sehr, sehr ähnlich. Und ja, es traten jetzt Thrombosefälle auf, aber im Vergleich zu Sterberaten von Corona ist die Zahl halt nicht verhältnismäßig. Also es ist immer noch sicherer, sich impfen zu lassen, als sich mit Corona zu infizieren. Das ist halt das Wichtige. Nur wohl bei jungen Frauen wohl nicht mehr so ganz. Da treten wohl öfter Schwierigkeiten auf, als es mit Corona der Fall wäre, bei jungen Frauen. Offenbar. Das prüft man gerade so ein bisschen. Also Leute, bevor ihr euch in Panik versetzen lässt, lasst immer erstmal irgendwie die Zahlen vergleichen und recherchieren und gucken und nicht irgendeinen Facebook-NTV-Beitrag glauben, wo steht, aber Söder erklärt AstraZeneca zur Mutprobe. Das sind alles nur Schlagzeilen. Lest erstmal die Nachrichten, belest euch, hört den Podcast von Christian Drosten. Unseren Podcast sowieso. Und der hat Ahnung davon und wir haben auch Ahnung davon. Also nicht wirklich. Dann hat man noch weniger Angst davor. Ich sag dir, wovon ich Ahnung habe. Ich weiß, dass allein dieses Hackmeck hin und her jetzt wieder richtig das Vertrauen zerbrechen lässt. Ja. Das ist wieder frei. Ach nee, doch nicht. Oh ja. Das ist halt schon kritisch. Also gibt's jetzt, glaube ich, nicht den einen Schuldigen für, aber das ist bei der breiten Bevölkerung kommt das nicht gut an. Aber schon mathematisch, weißt du, es gab jetzt in Großbritannien irgendwie von 18 Millionen Impfungen, gab es 30 Blutgerinnsel,
bei Leuten. Und es ist auch nicht mehr verhältnismäßig, das habe ich schon vor der Woche gesagt, wenn du Aspirin nimmst, da hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, Hirnblutung zu bekommen, als durch AstraZeneca ein Blutgerinnsel zu bekommen, weißt du? Aber keiner, nirgendwo steht in der Zeitung irgendwie, junger Mann oder junge Frau an Aspirin irgendwie gestorben. Was aber auch passieren kann. Oder auch die Pille der Frau, ja? Die ist auch, hat auch mehr Nebenwirkungen, als AstraZeneca je haben könnte. Das sind Sachen, die halt keiner bedenkt. Und ich vertrete AstraZeneca und ich lasse mich nochmal impfen. Das ist mein Standpunkt, weil ich es kann und weil ich darf. Ich hätte mich auch nicht vorgedrängelt, wenn ich nicht dürfte. Und ich habe da Vertrauen drin. Die Pille Gates. Ja. Das ist, wenn man verhindern will, dass man Windows 95, Hals, Maul, Überleitung geht heute nicht, ich bin einfach zu müde. Aber ich wollte auf das Gates-Gate überleiten. Aber jetzt geht's dir besser, als jetzt sagen. Jetzt geht's mir richtig viel besser. Es gibt doch dieses Pizza-Gate von wegen Hillary Clinton. Also weil Cheese-Pizza ist CP, genau wie Child-Porn, deswegen heißt es Pizza-Gate und Hillary und Obama. Die sind so kreativ Obama. Manchmal, wenn die Verschwörungstheoretiker so viel Energie genau. mal einsetzen würden in eine richtige Recherche und in Bildung. Oh Gott, ey. Auf jeden Fall, die in irgendeiner Pizzeria in New York, da werden kleine Kinder geschlachtet und Hillary ist da Stammkunde und so weiter. Aber jetzt gibt's das Matt Gates, das Water Gates, das Pizza Gates. Die Wortspiele sind unendlich, das ist der Hammer. Matt Gates ist, das ist so einer, der guckt immer so, das ist ein ganz komischer Geselle. Ein schiefes Gesicht. Ja, naja, irgendwie... Ja, ganz, ich will jetzt nicht auf die Äußerlichkeiten, aber der sieht halt genauso aus, wie du dir jemanden vorstellst, der in der Highschool so ein typischer Footballspieler war, so ein Bully und der sich dann nie weiterentwickelt hat. So ungefähr. Ah, ja. So musst du dir das vorstellen. Und der ist warte mal, ich weiß gerade gar nicht, ob der im Senat ist oder im Kongress. Ist das ein Senator? Das ist kein fucking Senator, Alter. Der müsste im Kongress sitzen. Republikaner natürlich. Und der zum Beispiel war der Einzige, der 2017 gegen das Human Trafficking gewotet hat. Und jetzt stellt sich raus, der hat wohl, was ja aus deutscher Sicht gar nicht so kontrovers ist, aber Sex mit einer 17-Jährigen gehabt. Und wird aber auch für Human Trafficking jetzt irgendwie begutachtet, wobei das irgendwie... Menschenhandel, oder? Ja, naja, also irgendwie, wenn man Sex mit nicht mündigen Menschen hat, dann gilt das da irgendwie schon in diese Richtung. Ist nicht ganz klar, was weiß ich, was er gleich gesagt hat. Er hat das nicht abgestritten. Er hat so gesagt, nee, das ist hier so eine Bestechungssache. Ich werde hier bestochen und so. Hat aber nie gesagt, dass das nicht stimmt. Und da kommt halt jetzt immer mehr raus, dass er irgendwie Nacktfotos zu seinen Mitkongressleuten gezeigt hat, von Leuten, mit denen er geschlafen hat und so. Das musste der mal im professionellen Setting vorstellen. Ich finde das immer wieder geil. Wer macht das denn? Das gute Beispiel, einfach Merkel im Bundestag. Jo, guck mal, Alter, mit dem habe ich gebumst. Das ist halt so surreal, wenn du das so vergleichst. Egal, das wollte ich hier nur mal kurz einbringen. Und der ist von Bill Gates einer? Der heißt einfach nur mit Nachnamen Gates, aber G-A-E-T-Z. Gates. Ach so, langweilig. Ja. Das ist einer von diesen richtigen Husos. Ich habe ja so ein paar mitbekommen, als ich das erste Impeachment schon verfolgt habe. Und das ist auf jeden Fall einer der größten Husos da. Wenn wir bei Husos in den USA sind, Trump ist wieder aufgetaucht. Ja. Der war auf einer Hochzeit und ist als Hochzeitscrasher aufgetreten. Mehr oder weniger war eingeladen von einem nahen ehemaligen Kollegen auf der Hochzeit und da hat Trump eine Rede gehalten, in der es aber nur um ihn, sich selbst ging irgendwie und seine Wahlschlappe und dass er dass die Wahl betrogen worden ist und so, hat über Biden geschimpft und hat wohl nur im letzten Satz irgendwie kurz gesagt, es ist schön hier zu sein, ich freue mich euch als Paar zu sehen, cheers, und ist dann von der Bühne gegangen. Ja, es ist beyond parody, würde ich sagen, es ist einfach, wir haben schon wieder gar nicht mehr so viel Zeit, ey, aber jetzt heißt, ich habe hier doch noch ein paar Sachen gefunden, wo wir gerade bei Amerika sind. In Georgia zum Beispiel gibt es gerade, also aktuell gibt es irgendwie gerade 250 Gesetze oder Gesetzentwürfe, die das Voting-Recht einschränken sollen. Und das irgendwie fast nur in Staaten, wo die Republikaner verloren haben. Das ist ganz komisch. Und eins davon in Georgia zum Beispiel. Und da ist es jetzt, wenn das durchgeht, offiziell verboten, Leuten,
die in Warteschlangen stehen, zum Wählen Wasser zu geben. Das ist dann verboten. Ach da so, denkst verstehe. Du jetzt, ja. Warte mal, Warteschlangen, was ist denn das für ein Quatsch? Man geht doch da einfach rein, 5 Minuten, was braucht man da Wasser? Nein, in Georgia steht man unter anderem 10 Stunden an, um zu wählen. Oh. Und das natürlich viel mehr in so Urban-Sachen, wo natürlich die schwarze Bevölkerung, die eher demokratisch wählt, mehr vertreten ist. Und den Leuten dann jetzt kein Wasser geben zu können, das ist ganz großartig. Mhm. Das ist natürlich so argumentiert mit, nicht, dass du die Leute irgendwie bestichst, ey, vote demokratisch, dann gebe ich dir ein Wasser und so. Soll du noch LSD ins Wasser tust, ja, so, dann wählen die halt irgendwie, was weiß ich, was ganz anderes. Es ist wirklich, es ist so menschenfeindlich. Aber das auf jeden Fall als kleiner Funfact, damit wir vielleicht hier das Wählen in Deutschland ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Stimmt. Immerhin nicht wie dieses dritte Weltland USA. Es geht hier sehr schnell, finde ich, wenn du wählen gehst. Auch wo ich jetzt impfen war, es ging so schnell. Ich hatte meinen Termin irgendwie 13.27 Uhr. Und mit 13.28 Uhr geimpft worden, hatte ich ja nicht einen Zettel bekommen. Und nur die Minute ja besser Verspätung. Besser als beim Arzt normalerweise. Und nur Verspätung, weil ich nicht gesehen habe, wo ich rein musste. Hm. Sonst wäre es pünktlich gewesen. Das war sehr gut organisiert. Und mein Fehler. Nice. Was auch ein Fehler war, aber nicht mein Fehler. Es gibt jetzt einen Shitstorm auf die Junge Union. Das ist quasi der CDU-CSU-Ableger. Und die haben jetzt ein Bild gepostet mit dem Text und. Ja, ich lese ihn einfach mal vor. Die Freiheit stirbt mit dem Zwang zum Stern. Zum Stern? Zum Stern. Woran kann es. Was haben die gemeint? Was? Die Freiheit stirbt mit dem Zwang zum Ach Stern. So, ja, Judenscheiß. Nee. Nicht? Ums Gendern geht es. Ach so, Alter. Die Freiheit stirbt mit dem Zwang zum Stern. Ja. Auf Gendern bezogen. Ich persönlich sehe darin einen klitzekleinen Holocaust-Vergleich. Also doch. Als wäre das Gendern so schlimm wie der Holocaust. Mhm. Und das gab richtig Ärger. Und das haben sie jetzt wieder abgeändert zu die Freiheit des Denkens stirbt mit dem Zwang zum Gender-Sternchen. Haben sie umgeändert nach dem Shitstorm. Aber sehe nur ich das so oder war das ein konkreter Vergleich? Das war ja offensichtliche Absicht. Das ist ja ein ganz cleveres, also ich halte ja sofort die Assoziation. Ja. Obwohl Stern mich erstmal verwirrt hat, weil dann denke ich an irgendeine Scheiße da am Himmel. Und du als konservativer Cringe-Boomer. Ja. Vertrittst du denn derartige Slogans auch? Also solange ich nicht genötigt bin, das zu machen, ist es mir komplett egal. Ja. Wenn es Leute machen, ist es mir eigentlich auch egal. Ja. So, keine Ahnung. Also ich habe halt nichts dagegen, wenn da steht Nachbarn und Nachbarinnen oder so. Hm. Ich, wie gesagt, ich als weltoffener Mensch sehe auch bei dem Wort Nachbarn kein nur Männer. Aber ist egal. Ich eigentlich auch nicht. Das ist halt, guck mal, in Latein. Da war zum Beispiel, wenn du 100, also du hast eine Gruppe mit 100 Menschen, 99 Frauen und ein Mann ist da drin. Mhm. Dann wird das männlich gesagt. Genau. Und das ist natürlich nicht cool. Ja. Aber so ist es nicht. Die ist zu Recht. Meine Nachbarn. Das ist einfach nur, das ist halt das Kürzere. Weißt du, das ist das Ding. Meine NachbarInnen oder Nachbarinnen oder was auch immer. Von mir aus könnte es auch Nachbarinnen heißen. Einfach so als Ganzes, weißt du? Ja. Was beides meint. Aber Nachbarn ist einfach, die männliche Variante ist halt die Kürzere. Nicht die bessere. Aber um Kürze geht es ja auch nicht. Es geht nie um Kürze. Natürlich. Man könnte ja auch dann sagen, mein Nachbarn. Sagt ja auch Mensch mit Behinderung. Nicht Spaß. Irgend so ein ostdeutscher Drecksopa, der sagt doch niemals mal Nachbarn. Du weißt doch, wie es ist. Geh mal rüber zum Nachbarn. Weißt du, da wird das ja irgendwie, das muss halt so kurz wie möglich sein. Ja, vielleicht. Es ist so. Kann man mal machen. Können wir einmal machen. Ja. Kann man mal machen. Ja. Ja, es ist halt so. So funktioniert Sprache. Wollen wir uns darauf einigen, dass alle anderen Menschen gendern sollten, aber Ostdeutsche müssen es nicht. Ja. Okay. Gut, danke. Sehr gerne. Also, wir haben letzte Woche, glaube ich, nicht drüber gesprochen, vorletzte, aber ich wollte zumindest nochmal so ein kleines Kirschchen obendrauf setzen. Ich hatte dir das geschickt, was in Myanmar los ist. Genau.
an einem Tag 114 Zivilisten getötet worden. Ja. Wir haben es vor 2 Wochen angesprochen, letzte Woche haben wir es nicht angesprochen. Myanmar ist das Land, ihr erinnert euch, da hat die nette Tante getanzt und im Hintergrund ist ein Putsch passiert. Und das ging damals viral, aber das war auch das Einzige, was die Leute interessiert hat. Jetzt sind, wie gesagt, 114 Leute, die absolute Zivilisten waren, nichts weiter sich zu Schulden kommen lassen haben, einfach nur protestiert haben, hingerichtet worden. Aber immerhin, Amerika hat jeglichen Handel mit Myanmar ausgesetzt. Was macht Deutschland? Ich weiß nicht, ob Deutschland überhaupt was macht. Ich habe nichts mitbekommen, Tino. Ich auch nicht. Myanmar, lupenreine Demokratie. Vielleicht beliefern wir Myanmar mit Waffen. Das wäre geil. Das würde mich nicht schneller, wundern. Schneller, schneller Euro. Würde mich nicht wundern. Was noch eine Meldung ist, die ich wichtig finde. Es gab einen geflüchteten Syrer, einen ehemaligen, der jetzt in Deutschland... Nicht mehr flüchtet. Nicht mehr flüchtet. Das ist ein ehemaliger Flüchtiger. Genau, ist angekommen in Deutschland. Ja, ist jetzt nur noch ein Syrer. Genau. Oder ist der schon Deutscher? Nee, er ist, glaube ich, Deutscher. Ah, okay. Glaube ich. Und er wollte zur Bundestagswahl antreten für die Grünen. Und bekam so viele Drohungen, auch seine Familie und Angehörigen, dass er es zurückgezogen hat. Ja, also bei den Grünen kann ich mir das auch vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, dass der Hass eher daher kommt. Das sind doch diese Kindervergewaltiger. Ja. Ja. Ehemalige, ja. Die haben das ja wieder abgeschafft. Kindervergewaltigen ist jetzt abgeschafft? Ja. Scheiße. Bei den Grünen zumindest. Scheiße, ich dachte, da wäre die Zukunft. Ja, leider nicht. Mist. Nicht ganz. Dann noch eine ganz tolle Verschwörungstheorie. Es wird immer lustiger. Jetzt haben VerschwörungstheoretikerInnen in Masken Würmer entdeckt, angeblich. Es gibt so ganz... Die haben Würmer in ihren Scheißgehirnen gefunden. Es gibt ganz tolle Videos, wie sie so Masken aufschneiden. Dann kommen so kleine Würmer raus irgendwie. Und das sollen Parasiten sein mit dem Namen Morgellonnen. Und die nisten sich in die Haut ein. Da stirbt man irgendwann davon. Mhm. Und das sehen die jetzt als Argumentation, quasi keine Masken mehr tragen zu müssen. Und es gibt natürlich aber auch seriöse Menschen wie Marc Benecke, der das untersucht hat und er sagte, ja, das sind einfach nur Fusseln, die da gefunden haben. Und die kann man halt auch nicht rausfiltern bei der Herstellung, weil das einfach passiert. Geil. Ja. Die Welt ist so lost, Alter. Dann gab es noch in Berlin einen Fall von einem Maskenverweigerer, der hat eine schwangere Bäckereifachverkäuferin zusammengeschlagen, weil sie wollte, dass er eine Maske trägt in dem Laden und dann ist er erst gegangen, kam wieder, hat sie rassistisch beschimpft, weil es war offenbar auch eine Muslimin oder eine, weiß nicht, ausländisch-stämmige Frau und hat sie dann halt halb tot geprügelt, so, was man halt so macht, wenn man nicht einverstanden ist mit Geschäftsbedingungen in dem Laden. Und was noch vielleicht wichtig sein werden könnte, ist ein Angriff auf Polizisten am US-Kapitol in Washington. Da ist wohl ein wahnsinniger schwarzer Mann auf 2 Bullen zugerast, hat einen davon getötet. Alter, ich und einen das... schwer verletzt. Und der ist auch dann erschossen worden, der Täter. Der hatte wohl psychische Probleme und körperliche und postet wohl auf Facebook schon immer Sachen von wegen, dass die Regierung ja der größte Feind der Schwarzen wäre und so. Okay. Also erst habe ich gelesen, dass irgendwie das Kapitol angegriffen worden ist von einem Amokfahrer. Ich dachte erst an irgendwie einen weiß nicht, Trump-Anhänger oder so. Auch da wurde ich wieder eines anderen belehrt. Aber ich habe mich auch belesen und habe dann gesagt, okay, krass, es war offenbar ein Schwarzer, der es andersrum gesehen hat. Das gibt's eben auch so. Und habe nicht angefangen, das zu teilen ohne Kontext. Hätte einfach jetzt auch nur sagen können, ich habe gelesen von einem Mann, der Bullen umgefahren hat, der gegen die Regierung ist. Der hat alle erst mal gedacht, die hier zuhören, es wäre ein Rechter gewesen. Aber nein, ich habe offen, transparent und ehrlich erzählt, dass es ein Schwarzer war, der die rassistische Regierung angreifen wollte. Nice. Gibt's eben auch. Gut, dann mache ich ja im Schnelldurchlauf noch meinen Rest. Ja. Es gibt in China eine offizielle Fernsehstation. Stell dir vor, es wäre so ein ZDF. Und die haben einen Fake-französischen Journalisten erfunden, der China wiederum verteidigt gegen die Verbrechen an den Uiguren. Ja. Das ist so, als würde das ZDF einen... Wen beliefern wir mit Waffen? Saudi-Arabien. Die wiederum Genozid im Jemen machen mit jenen Waffen. Wenn jetzt zum Beispiel im ZDF ein Saudi oder ein jemischer, keine Ahnung, Journalist auftauchen würde und sagen würde... Die Bundesregierung ist sehr gut.
So ungefähr wäre das. Dann ist in Japan das Cherry Blossoming, das Cherry Blossoming, also die Kirschblüte, ist gepiekt und zwar so früh wie in den letzten 1200 Jahren nicht, auch ein Zeichen des Klimawandels. Das heißt für mich, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal im Winter nach Japan kann und die Kirschblüte betrachten. Das ist doch schön. Hat nur Vorteile, wenn du mich Ja. fragst. Und China hat wiederum die Amerikaner gewarnt vor einer roten Linie, die es nicht zu übertreten gilt, weil ein amerikanischer Botschafter das erste Mal seit 42 Jahren Taiwan besucht hat. Das geht gar Nee. nicht. Gut, das fand ich noch ganz schön, weil das ist so, weißt du, du bist fucking China, du bist irgendwie die aufstrebende, riesige fucking Weltmacht und du scheißt dir ein, weil irgendjemand ein Territorium besucht, von dem du sagst, dass es du bist, aber eigentlich will das Territorium nichts mit dir zu tun haben. So. Sympathisch. So, und dann aber, damit wir jetzt noch auf einer positiven Note enden, ein kleines virales Video. In Russland hat eine Reporterin gerade eine Ansage gemacht und da kam ein Hund und hat ihr das Mikrofon weggenommen. Und dann ist sie diesem Hund hinterhergerannt, die Kamera natürlich weiterhin drauf. Parallelschaltung zum Studio, wo eine so da steht, was ist jetzt los? Und sie rennt diesem Hund hinterher. Das war sehr, sehr witzig. Süß. Das kann man auf jeden Fall mal als Schauempfehlung geben. Ja, schön. So. Wie schön war denn die Woche, Tino? Für mich persönlich war es sehr hoch eingeschätzt wegen dieser Impfgeschichte, weil ich ja betroffen bin davon. Und dieses Hin und Her, meine Familie schickt mir mal Links, also meine Mutter ist ein bisschen ängstlich. Guck mal, daran stirbst du, Tino, und das hier ist dein nächstes Krebsgeschwür und Ja, schlecht. geh mal nicht hin, warte mal auf den anderen Impfstoff, bis du den bekommen kannst und so. Für mich war es ja aufregend, weil ich auch ganz kurz dachte, was, wenn die Kopfschmerzen jetzt echt von einer Thrombose kommen könnten, aber war nicht der Fall bisher. Ja, schön, dass es dir gut geht. Danger Dan, großartiger Song, dann Joko und Klaas war sehr viral. Auch von der Jungen Union, der Holocaust-Vergleich, finde ich, ist ein paar Punkte wert, wenn du mich fragst. Das sind Dinge, auf die ich warte, weißt du? Die Woche über. Dann Trumps Comeback und so, das ist schon. Aber es brodelt noch ein bisschen. Es ist noch Ja, nicht also am letzte Woche Dampfen. hatten wir was 7,9, ne? Ja, es ist so hoch auf jeden Fall nicht. Nee. Sehe ich nicht. Guck mal, das Boot ist diese Woche befreit worden und nicht verstopft. Das ist ja auch schon mal. Ne? Also irgend so ein Kind von irgend so einem Twitter-Manager, das, also hier, I engage with the Deputy Public Affairs. Also da ist irgendwie was passiert. Alex, danke für die Meldung. Ja, schickt Irgendein uns kleines weiterhin Kind Tipps. ist da irgendwie an den Rechner gegangen, irgendwas mit Twitter und es ist aber nichts passiert. Langweilig. Oh, shit. Für mich ist es eine 7. Eine 7, ja? Ja, für mich persönlich. Also, ich gehe mit. Eigentlich ist es für mich auf jeden Fall eher nur so eine 5, aber dass du da hier so ein, weißt du, Um mein dass Leben bangen ja um dein musste. Leben bangen musstest. Das ist ja, also du hattest ja dein persönliches Myanmar, war das diese Kann man Woche. sagen, ja. Also in dir sind mindestens 114 Körperzellen gestorben vor Ja, Angst. Ja. im Gehirn. Naja, gut, dann 7. Und ich habe aktuell, ich mache ja einmal im Jahr meinen Telonym-Account auf. Und der ist gerade auf. Man kann mir gerade auf Telonym Fragen stellen. Ich glaube, telonym.me/ranarchie mit Y. Kann man mir anonym Fragen stellen, mich auch Das die haten. Telonym ist diese Plattform, wo nur so Zwölfjährige Genau, sind. eigentlich, Ja, genau. geil. Aber ich habe da wieder Feuer gefangen. Ich habe das einmal im Jahr aufgemacht. Einmal vor 3 Jahren, als ich irgendwie krank war und mir langweilig war. Dann vor 2 Jahren, als ich dachte, komm, jetzt der Mai irgendwie, ich habe frei. Semesterferien oder irgendwas war da. Oder ich hatte Urlaub, keine Ahnung. Und letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, wegen Corona. Da musste ich Abstand halten von Leuten und auch virtuell. Und dieses Jahr dachte ich mir wieder, komm, jetzt wo ich gerade so viele Telonym-Nachrichten lese von Freunden von mir, die da sind und gehatet werden, mache ich auch mal wieder einen Monat Telonym auf. Und es läuft ganz gut gerade. Der Unterschied zwischen Telonym und Ask.fm ist Es gibt was? keinen. Ah, okay, Und es ist geil. eigentlich genauso. Du kannst anonym, aber auch nicht anonym Fragen stellen oder auch jemanden haten. Das ist ganz witzig. Okay, ich schreibe dir eine Ja, Hate-Nachricht. bitte. Aber Ich nicht, freue wenn ich mich mich drauf. dafür anmelden muss. Nee, muss man nicht. Ah, geil. Anonym ohne Anmeldung, alles Hammer. easy. Vielen Dank. Gut.
Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Die Musik ist unerträglich laut. Und nächste Woche die 110. Ausgabe mit einem Gast. Uiuiui. Mit einem großen Gast. Ein großer Gast, mindestens ja. 1,70. Er ist nicht so groß, oder? Ja. Er ist ein bisschen kleiner als ich, glaube ich, und aber älter als ich. Okay. Und er ist so alt wie du, ne? Keine Ahnung. Aber ja. Gut, Leute. Schön mit euch. Au, die Musik. Tschüss.